So, ja. Hallo, hier ist der Marc vom Peter Stellwind. Ich muss sie ein bisschen kleiner machen, sonst kriegt man sie nicht drauf. Sie ist süßer 1,50 und halb groß. Das ist richtig. Und das halbe ist wichtig, ne? Ja. Ja klar, aber die wird wahrscheinlich auch 1,80 oder so. Oh oder? Ja, das weiß ich. Wie groß bist du denn jetzt? 15. Ja, das ist mit 16 bekomme ich meinen Wachstumsschub. Da bin ich, glaube ich, noch dran. Dann kommst du vorbei, das kontrollieren wir. Ne? So, wir haben, du bleibst genau mal da stehen. Ja. Wir tun jetzt mal unseren, was ist entschieden? Weiße. Also wir hatten die Wahl zwischen rosa, zwischen hellblau und zwischen weiß. Und jetzt haben wir das Weiße genommen. Okay, dann werde ich mal dahin wurschteln. Na so. Ja, bei der Frau ist es ja auch nicht so wichtig, ob die jetzt so groß ist, oder? Nee, nee. Ich werde mal so den Schritt nach hinten sehen. Bei der Frau kommt es ja auch auf die inneren Werte an. Nicht nur auf die Größe. Außerdem ist es immer besser, wenn man als Frau ein bisschen kleiner ist. Zumindest sagen nur meine großen Kunden das immer. Die sagen immer, ja Mensch, wenn ich mal, also ich finde halt kaum einen Freund und so, weil ich bin so groß und so. Und dann sieht das immer dumm aus. Ja, stimmt. Das heißt, bei dir kann man, du kannst die größten High-Hats anziehen und passt trotzdem noch neben den Mann. Ja, genau. So, okay, meine Liebe. Du warst ja schon bei mir stechen für die Ohrlöcher. Ja, genau. Aber schon ein bisschen her, denkst du? Ja. So. Und was machst du so? Schülerin wahrscheinlich. Ja. Und? Wie läuft die Schule? Ja, es ist okay. Das klingt Schule jetzt, halt. Ja, Schule ist gut. Ja, das ist eh gut. Nein, ja, ich sage, jetzt könnte ich so schlau daher sagen, da lernt man fürs Leben. Ja. Ja, das ist natürlich, will keiner hören, ja, aber stimmt schon, man muss die Leute ein bisschen motivieren, brav in die Schule zu gehen. Ich habe mir sogar schon Videos angeschaut. Wirklich? Mhm. Jetzt bin ich vorbereitet. Sehr gut. Darf ich denn, was hast du noch drunter? Ja, das ist ein Top. Das ausziehen, oder? Willst du nicht ausziehen, der sind ein bisschen sehr dick. Dieser. Man sieht zwar cool aus, das Outfit, aber das kannst du nachher immer noch anziehen. Ja, das stimmt. Weil... Mutter, mal hast du das anziehen. Ja, das stimmt. So, du hast jetzt keinen so tiefen Nabel, sondern eher so einen offenen Nabel. Bei den Bauern wird immer spannend, weil oft werden wir gefragt, wie kann man denn jeden Nabel stechen? Und die Antwort ist natürlich ja. Man muss halt immer nur schauen, wie man sticht und auf was man aufpassen muss. Ja. Weil bei dir würden viele Studios sagen, nee, kann man nicht stechen. Also das ist oft das Kunden, mir Fotos schicken. Genau. Nee, das ist die Studios, die wissen nicht, wie es geht. Achso. Die sagen, nee, das geht bei dir nicht, du hast einen komischen Nabel oder da ist ein Knubbel drin und dann machen wir es nicht. Das ist ein totaler Blödsinn. Also man muss, kann man natürlich machen, man muss ja wissen, wie man damit umgeht mit dem Ganzen. So, wir werden es mal anzeichnen. Die Stichlänge ist gleich lang wie immer, 10 mm und dann machen wir den Schmuck raus für alle Stammgäste, die immer noch zuschauen. Wir haben jetzt wieder das rote Mikrofon mit einer Equalizer-Optimierung und ich hoffe, es ist gut, dann nämlich die Tonprobleme. Die Leute beschweren sich immer, dass sie entweder zu laut hören, zu leise, zu viel, zu wenig und jetzt haben wir aus den ganzen Kommentaren, sage ich mal, das rausgefiltert, was so am besten gekommen ist. Okay. Und hoffen, dass wir jetzt mit dieser Einstellung auch wirklich mal langfristig unterwegs sind und die Kunden auch happy sind. Gut verstehen zum einen und zum anderen. Trotzdem genug Hintergrundgeräusche mitkriegen, um glücklich zu sein. Jetzt muss ich mal richtig schön in den Nabel reinmachen. Ja. So. Passt so. Schau dir den Spiegel mal an. Also, oberer Punkt, unterer Punkt, wirklich in diese Nabelfalte rein, dass es wirklich schön tief sitzt. Ja. Und das passt, so soll es sein. Super, gut. Dann sind wir eigentlich startklar, dann können wir uns schon hinlegen. Du wirst im Liegen gestochen, ich muss den Stuhl noch umbauen, sehe ich gerade, habe ich noch gar nicht gemacht, du bleibst noch kurz stehen. Hast du denn irgendeine Frage, meine Liebe? Eigentlich nicht. Gibt's ja nicht. Ich frage irgendwas fürs Video. Achso, wird's wehtun. Ah, super, ja. Also diese Frage beantworte ich natürlich gerne. Jein. Okay. Ist nicht möglich, ne? Wäre so ein bisschen halt. Also ja. Wie, wenn die Ohrlöcher, wenn du die überlebt hast, dann schaffst du einen Bauchnabel. Das habe ich auch. Bin ich mir ganz sicher. Aber es ist natürlich anders einfach am Bauch. Aber du wirkst mir ganz locker und ich glaube nicht, dass du da jetzt ein großes Problem hast. Nee. So, dann darfst du dich mal zu mir hinlegen. Ja. So, dann haben wir jetzt noch kurz den Glitzerstein. Wo habe ich den hingelegt? Den weißen. Das weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich habe ihn schon wieder weggepackt.
Wurscht, nehmen wir 9. Dann tun wir noch sterilen Zangen aufdecken. Die Pflegeanleitung erkläre ich dir gleich zum Schluss. Ja. Du kennst der Prontolint wahrscheinlich eh schon, oder? Wen? Prontolint Spray and Gel. Ja, das haben wir jetzt auch schon genommen. Ja, aber bitte wegschmeißen. Ist gut, dass du das sagst, weil Prontolint Spray and Gel, wenn es länger als 3 Monate offen ist, läuft es ab. Ja, nicht weil wir das erfunden so haben, sondern weil das draufsteht, da kommt Sauerstoff rein, das zerstört den Wirkstoff. Das ist bei vielen Salben so, bei Augencremen und so weiter, dass die Sachen nach 3 Monaten oder länger dann ablaufen. Also bitte Neues nehmen. Und die Pflege machst du gleich wie beim letzten Mal auch. Das heißt, du sprühst dir bitte von dem Spray 2-3 Sprühe auf dem Bauchnabel drauf. Lässt den Spray 30-40 Sekunden einwirken. Dann nimmst du eine Küchenrolle. Die Küchenrolle sprühst du auch ein, wischt oben und unten das Piercing sauber ab. Und dann nimmst du das zum Schluss das Prontolin Gel. Vom Gel weißt du noch so eine Dosierspitze dran. Reicht ein kleiner Tropfen auf den Finger, so Stecknadelkopf groß. Und dann darfst du es dir einfach verschmieren, einmal hoch und runter. Und dann passt das Ganze. Gut, dann würde ich sagen, wir starten mal. Ja. Du nichts mehr hast. Los geht's. Du erinnerst dich daran, dass du in 6 Wochen wieder kommen sollst zum Wechsel ja. und kontrollieren. Ja. Ja? Und dann tauschen wir den Schmuck aus. Dann nehmen wir dann auch was Vernünftiges, jetzt nicht irgendwie mit viel Bims oder Modeschmuck oder sowas. Bei uns am besten was kaufen, dass es dann auch von der Qualität vom Material passt. Und in den nächsten Monaten kannst du natürlich dann noch alle möglichen Piercings tragen und beliebig erweitern. So, los geht's, dann stechen wir mal. Und hast du die Erlaubnis von daheim gleich gekriegt oder hast du viel? Also zuerst habe ich selber gesagt, dass ich es nicht möchte, weil ich es irgendwie nicht so schön finde. Aber ja, das hat sich dann irgendwie schnell geändert und mit überzeugenden Bildern habe ich es dann bekommen eigentlich, weil das ist die Erlaubnis. Na gut, das ist... Manche Leute schaffen es nicht, die sind die Eltern ganz stur. Ja, oder hart. Ich weiß. Da müssen die Leute wirklich ewig warten. So, das war's schon. Okay. Fertig. Aber vom Alter her bist du ja eigentlich, sag ich mal, perfekt. Also das ist ja, das habe ich mir auch gedacht, weil viele in meinem Alter haben eben schon ein Ziel. Also wollen sich anstechen lassen. Viele mit 14 wirklich, die mit am Geburtstag kommen, wobei die sind schon echt früh dran, auch beim Nabel. Kann man natürlich super machen, aber das ist nicht, sag ich mal, die Masse. Die Masse ist so 15 bis 16 und sind dann von den Eltern, kriegen sie es auch an. Ja. Wie lange musst du dann an die Schule gehen? Also ich mache eine berufsbildende Schule und ich muss jetzt noch 4 Jahre in die Schule gehen. Ja, das ist was vor dir, alles ja. gut. Super schön. Dankeschön. So, wie ist dein Kreislauf? Alles gut. Alles gut? Ja, alles gut. Wollen wir einen Schluck Wasser? Nein, alles gut. Alles gut. Ist der echt so blau? Oh, ja. Super, wow. Schön. Na dann, darfst du dich mal hinstellen? Wie dir das gefällt. Schön. So. Das sieht sehr, sehr schön aus. Schön? Ja. Gut, dann werden wir mal nochmal kurz einen Blick drauf werfen. Oder ich nochmal kurz, ob alles passt. Du hast einen Pulli angehabt, der war lang genug. Also ich würde dir eigentlich kein Pflaster draufkleben. Pflaster mache ich nur drauf, wenn es Bauchfarbe ist zu wie jetzt, aber den siehst du wieder an dem Pulli, oder? Ja. Oder willst du den ausziehen nachher, wenn der zu warm ist oder so? Ach so. Nein, ich glaube, das passt schon. Okay, nur darum geht's, weil wenn heute jetzt, dass da einfach heute ein Ding drankommt. Na perfekt, sieht super schön aus. Dankeschön. Schön gerade, lang genug, alles perfekt, so wie es sein soll. Gut, also die Pflege habe ich dir erklärt. Wenn du jetzt keine weiteren Fragen mehr hast, was verboten ist, ist Dampfbad, Solarium, Sauna und Schwimmen gehen. Das bitte 3 Wochen nicht machen. Duschen, Sport und Haare waschen darfst du morgen wieder. Und Haare färben bitte nicht privat zu Hause. Beim Friseur dürfte es natürlich rein theoretisch stehen, das macht nichts. Machst du viel Sport oder bist du so schlank? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Den Bauch voll. Das hat ja der vermutet. Ich weiß, dann darf man nicht. Richtig. Also Sit-Ups, sagen wir so, du darfst normal, alles was Ausdauer ist, darfst du machen. Das heißt, Laufen, Cross-Trainer, diese ganzen Übungen, die gehen. Was du nicht machen solltest, wären jetzt eben sowas wie Sit-Ups, weil Sit-Ups wirklich genau den Bauch zusammenquetschen. Stehst du auf dem Bauch? Nein. Nicht? Okay, Seite umso besser, suchen. Perfekt, umso besser. Gut, dann haben wir eigentlich alles durch. Dann soweit fertig. Dann sag ich noch schön Tschüss. Schraub mich dann noch runter. Ciao, wir sehen, wie die Welt mit 1,50. Ja, ist auch schön. Ja. Auch alles hat man alles auf Augenhöhe gebracht. Okay, bevor wir die Oberschenkel brennen hier in der Position, sage ich Tschüss, danke fürs Zuschauen und danke dir, dass du das filmen lassen. Ciao, bitte. Baba, bis zum nächsten Mal.